Doppel, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass wir dich dazu gewinnen konnten, ein paar Fragen von Fans zu beantworten. Die erste Frage ist, du hast beim Spiel gegen den MSV, als du noch bei Oberhausen warst, auch diese Zeiten gab es ja mal, so einen Stolperjubel gemacht. Was fällt dir dazu ein? Ja, das war ja aber nur beim zweiten Tor. Beim ersten habe ich ja gar nicht gejubelt, beim zweiten habe ich es dann doch gemacht. Okay, hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber das war damals mein Markenzeichen, weil ich oft als Stolperkampf betitelt worden bin und ja, dann habe ich nach dem ein oder anderen Tor dann den Stolperkampf gemacht. Nächste Frage, welchen Spieler verbindest du persönlich mit dem MSV, auch in den Zeiten, als du nicht beim MSV warst, also an wen hast du direkt gedacht, wenn über MSV gesprochen wurde? Also ganz spontan würde ich sagen, damals, als ich noch in der Jugend beim MSV gespielt habe und auch Balljunge war und da ich auch beim DFB-Pokalfinale damals in Berlin gegen Bayern dabei war, Bashiru Salou war natürlich damals immer einer der Favoriten der Fans, von mir damals auch. Er hat ja auch das 1-0 geschossen, wurde dann leider aus dem Spiel getreten. Sonst hätten wir wahrscheinlich damals den Pokal geholt. Das sehen viele genauso wie du. Kommen wir zu einer Frage, die sich auch mit einem knappen Ergebnis beschäftigt. Würdest du lieber ein 0-0 spielen oder so ein spektakuläres Spiel, an dem man am Ende aber dann 4-5 verliert? Ja, 0-0, ganz klar. Weil für 4-5 gibt es keine Punkte. Von daher ist es besser, Punkte einzusammeln. Auch wenn es manchmal vielleicht nicht ganz so spektakulär ist, aber am Ende im Fußball, Fußball ist ein Ergebnissport, von daher würde ich dann als Offensivspieler dann auch lieber das 0-0 haben wollen. Ganz klar. Prima. Gibt es irgendeinen Spieler in deiner Zeit, gegen den du gespielt hast, wo du sagst, der hat dir das Leben besonders schwer gemacht oder wo du gesagt hast, wow, das war schon eine Hausnummer? Ja, so ganz spontan auch, würde ich sagen, Arjen Robben passt jetzt geradezu ganz gut, da er jetzt seine Karriere beendet hat. War schon unglaublich. Also seine Bewegung, jeder wusste, was er macht, trotzdem kam er immer durch. Kannst du dich an irgendeine Spielsituation erinnern, wo du sagst, das war meine Spielsituation meiner Karriere? Also es ist nicht das beste Ergebnis, sondern einfach so eine Situation, wo du sagst, da wache ich nachts im Traum auf und denke daran, wie geil das war. Ja, aufwachen unbedingt nicht nachts, aber ja, klar, natürlich mein Tor, das ich aus knapp 83 Metern geschossen habe. Das war so die Situation, so das Highlight meiner Karriere bisher. Dann kommen wir zu einer Frage, die mit Fußball nicht so viel zu tun hat. Gibt es irgendeine Persönlichkeit, mit der du gerne mal einen Tag tauschen würdest oder in dessen Leben du mal reinschauen wollen würdest? Ja, weiß ich nicht. Mit dem Präsidenten vielleicht mal. Okay. Mal im Oval Office einen Kaffee trinken. Einen Tag, warum nicht? Und im Fußballbereich? Ja, Fußballbereich gibt es einige. Wobei ich mir das auch ziemlich schwierig vorstelle. Als Cristiano Ronaldo durch die Stadt zu bummeln, ist auch ziemlich schwer. Das ist ungefähr das Gleiche. Aber einen Tag würde ich aushalten. Das ist ungefähr das Gleiche wie als Stoppel durch Duisburg zu gehen. Ah, nee, das nicht. Nicht nach dem letzten Jahr. Ja, dann hoffen wir, dass es nächstes Jahr wird. Ja, hoffentlich. Dann die letzten beiden Fragen. Gibt es irgendeine Fußballregel, wo du sagst, wenn du entscheiden könntest, würdest du die sofort abschaffen oder eine Regel, die du einführen würdest? Also den Videobeweis, den würde ich, an sich ist der nicht schlecht, aber der macht den Spielfluss schon ziemlich kaputt. Und auch wieder die, ja, das dauert einfach ein bisschen zu lange. Ich würde mich persönlich dafür einsetzen, dass jede Mannschaft dreimal im Spiel oder pro Halbzeit, muss man dann gucken, dann den Videoassistenten zur Hilfe nehmen kann. Dass sie dann nicht immer gefordert wird. Also ich denke, das wäre eine gute Maßnahme, dass der Videoassistent dann auch greift. Letzte Frage.
Es ist ja so, dass du einer von wenigen Spielern bist, die in der nächsten Saison aus dem letzten Jahr dabei sind. Merkst du jetzt in der Vorbereitung irgendeinen Unterschied, außer dass du sagst, klar, es sind halt viele neue Leute dabei, aber gibt es irgendetwas, wo du sagst, das ist anders als im letzten Jahr? Ja, also wir haben jetzt einen kompletten Umbruch vollzogen. Das ist schon mal komplett was anderes. Es ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Also es ist schwierig einzuschätzen, wo wir gerade stehen, was die Mannschaft tatsächlich imstande ist zu leisten. Deswegen finde ich das extrem spannend. Jetzt die Vorbereitungszeit ist dann nochmal ein Stück weit wichtiger für uns, da wir uns auch alle kennenlernen müssen, einspielen müssen, die Abläufe eintrainieren müssen. Aber es macht unglaublich viel Spaß mit den ganzen Jungs. Man sieht, jeder ist sehr, sehr ehrgeizig, sehr, sehr lernwillig. Wir geben alle Gas und das sieht bis heute sieht es richtig gut aus. Wir hoffen natürlich, dass wir das dann auch direkt in die Saison übertragen können am ersten Spieltag. Aber so die Unterschiede an sich ist, ja, wie gesagt, einzig und allein finde ich jetzt, der Umbruch ist halt da. Bist du abends etwas müder als letztes Jahr? Also anders gefragt, sind die Einheiten im Vergleich zum letzten Jahr dann doch etwas kräftezehrender? Der Stand heute muss ich das bejahen. Also wir haben extrem viel gemacht. Auch viele, viele Schweineläufe, ja, muss ich sagen. Aber auch da, die Mannschaft hat hervorragend mitgezogen. Aber das ist auch die Basis für das kommende Jahr. In erster Linie müssen wir laufen, kämpfen, müssen alles geben. Und der Rest kommt dann im Spiel, das Spielerische. Und wenn wir dann verlieren, aber alles gegeben haben, dann kann uns keiner was vorwerfen, denke ich. Gerade unsere Fans erkennen das immer ziemlich gut. Und ja, wir hoffen, dass sich das alles dann am Ende ausbezahlt. Ich weiß, dass du als erfahrener Spieler momentan vielen Reden und Antwort stehen musst. Deswegen umso mehr das Danke, dass du dir die Zeit heute genommen hast und gerne. Viel Erfolg für die nächste Saison. Gerne.